Herzlich willkommen zum nächsten Spiel unserer New York Rangers aus dem Madison Square Garden. Platz 1 der Division unserer virtuellen Saison. Die Columbus Blue Jackets sind bei uns zu Gast. Wir haben seit 5 Spielen keinen Sieg mehr einfahren können. Das letzte Spiel war eine Niederlage nach Overtime. Wir haben unter anderem gegen den letzten unserer Division, die New Jersey Devils, den letzten der Atlantic Division, die Toronto Maple Leafs, verloren. War sehr, sehr ärgerlich. Gegen die Canadiens sehr, sehr knapp. Davor schon 2 Spiele. Ärgerlich verloren, frustrierend verloren. Und so langsam wird es Zeit, die letzten 21 Spiele, die es ja noch sind, bis zu den Playoffs, effektiv zu nutzen, zu punkten. Meine Zielvorgabe ist das Erreichen der Playoffs. Das sind wir immer noch voll am Erfüllen. Sind punktgleich und spielgleich mit den Flyers auf Platz 2 bzw. 3, wie man es nimmt. Konnten ihre letzten 5 Spiele nicht gewinnen, da haben wir es. Und heute gegen den ersten. Da der Franchise-Eigentümer den Platz 1 der Division fordert, müssen wir uns daran halten, denn sie sind 4 Punkte voraus und haben 2 Spiele weniger. Hier haben wir Antti Raanta, der immer noch eine brillante Bilanz von sich behaupten kann. 4-0-2 ist die korrekte Bilanz. Die hat er im letzten Spiel ja auch schon angezeigt, die ihm gerade angezeigt wird. Hat aber eine Overtime-Niederlage bzw. eine Shootout-Niederlage dazugekommen. Sergei Bobrovsky steht uns gegenüber. Wir mussten schon einige Male an ihm scheitern. Und ich hoffe, Antti Raanta kann auch heute wieder von sich behaupten, nicht nach regulärer Spielzeit zu verlieren. Saad, Dubinsky, Atkinson werden versuchen, das zu verhindern. Kreider, Zibanejad, Zuccarello, unsere neue erste Reihe, vor 2 Spieltagen umgestellt. Beginnen. Die Reihen gefallen mir sogar eigentlich, auch na, wenn sie aus 2 Spielen in den Kombinationen nur einen Punkt von 4 möglichen holen konnten. Finde ich das nicht schlecht. Oh, der kommt leider nicht durch. Ein geblockter Schuss vom Verteidiger ist nichts Schönes an der blauen Linie, denn danach geht es meistens in die andere Richtung, wie jetzt auch. Mann, da kommt man schon wieder nicht ran und die tippen den ersten Puck einfach direkt rein. Der Check kommt eine Millisekunde zu spät und die sind so eiskalt, dass sie das einfach nur ausnutzen. Es hat nicht so einen jetzt, ey. Wir haben in den letzten Spielen schon wieder so Schummeltore gekriegt. Das letzte Spiel gegen die New Jersey Devils fing schon wieder damit an, dass der irgendwie so über Raanta drüber springt. Von der Mitte des eigenen Drittels. Zuccarello sah erst besser aus, als es war. Dann habe ich es auch noch selbst vermacht. Drüben steht er. Oh, wieder vorbei. Zibanejad, schön vorbeigegangen. Ja! Ausgleich! Mal wieder ein Punkt, mal wieder ein Tor für ihn. Sergei Bobrovsky muss auch das erste Mal hinter sich gucken. Da wurde auch eben eingeblendet, die Blue Jackets haben die letzten 4 Spiele gewonnen, wir die letzten 5 nicht gewinnen können. 11. Saisontor für unseren neuen Top-Center Mika Zibanejad. Da kommt er schön vorbei und dann außen vorbei. Mit dem Schuss hätte Derek Stepan im letzten Spiel auch die Overtime entscheiden können. Leider nicht getan. Zuccarello und Kreider mit den Assists an dieser Stelle. So, Bulli-Gewinn von Stepan. McDonough. Oh, der sollte eigentlich zu Stepan. Abgefälscht vom Spieler der Blue Jackets und dann nicht angekommen auf Nash. Aufpassen. Schön von Rick Nash. Und nochmal. Schön. Und jetzt nimmt Tempo auf. Den kriegt er noch. Gegen. Jawohl, den hat er. Aber den nimmt ihm Johnson auch direkt wieder ab. Foligno. Girardi nimmt ihn runter, aber bringt ihn nicht zum Mitspieler. Aufpassen, da geht er durch. Zu viel Platz. Stepan, schön. Ermöglicht Girardi hier die Puck eroberen. Stepan. Auffasst. Dem tut das gut. Getroffen im letzten Spiel. Stepan verpasst den Schuss. Gegen, jawoll. Klein rüber. Stepan, komm raus da. Jawoll. Na! Hier wird rumgespielt, den nimmt er an, Renberg. Und wir stehen hinten bereit. Jawohl, schön gestochert. Fast zurück auf JT Miller. Rüber sourcen, da kommt Grabner. Oh, fast bei den Blue Jackets gelandet. Fast! Oh! Knapp. Und aufpassen, wieder. Stall wieder gut gepokecheckt. Auch von Hayes. Aber immer noch nicht der Puck für uns. Da bahnt sich etwas an. Und als hätte ich es geahnt, Rantati. Stall auf Michael Grabner. Die rücken aber auch nach. Das ist gerade hier ein Hin und Her. Die kommen auch immer in den Puck. Hier zum Glück bisher auch. Ey, was ist das denn schon wieder? Kevin Klein, schön einmal ums Tor. Raus auf Michael Grabner, ab geht's. Mitspieler kommt. Mitspieler geht. Magst du. Oh, in die Fangen, schade. Ah, da ist dann auch wieder nichts los vorm Tor. Ja doch, lassen wir jetzt mal unsere vierte Reihe spielen.
McDonough, erster nach Checks, da hält er sich wenigstens. 6-2-2, die Bilanz der letzten 10 Spiele von den Blue Jackets. So muss unsere eigentlich aussehen. Und wir können die natürlich zum Teil versauen. Brady Shea. Oh, schade, schöner Schuss. Und wieder der Blocker von den Gegnern. Der Blocker macht echt den Unterschied. Also prozentual kriegen wir bestimmt 3/4 unserer Gegentore. Egal ob Lundqvist oder Ranta. Über die Blockerseite. Prozentual wirklich eine sehr große Vielzahl unserer Gegentore. Lindberg, schade. Und wenn man dann sieht, allein die letzten 2 Spiele, die wären nach regulärer Spielzeit für uns ausgegangen, wenn die gegnerischen Goalies nicht solche Blocker-Saves auspacken würden. Und es sind ja, ja, ich meine, freie Schüsse von der blauen Linie, wenn die gegnerischen Goalies die mit dem Blocker halten, habe ich nichts gegen. Das ist okay, das sind normale Schüsse, die sie mit dem Blocker halten. Aber wenn ich sehe, dass wir allein inklusive diesem Spiel und dem letzten Spiel jetzt schon 3 Gegentore von der blauen Linie gekriegt haben, wo höchstens einmal auch wirklich jemand vor Henrik Lundqvist stand, ja! Und ihm die Sicht behindert hat, da können wir aufregen. Mika Zibanejad tut es mit seinem Doppelpack. Schlagschuss. Hammerhart, oben links in den Winkel. Da hat er nochmal einen gucken lassen. Zweite Tor des Abends, 31 Sekunden im zweiten Drittel. Zuccarello wieder mit der Vorarbeit. Sichtbehinderung des Verteidigers genutzt. Aber was ich natürlich jetzt gerade noch nicht zu Ende bringen konnte oder fast zu Ende gebracht habe, dass halt bei uns hinten die Goalies die Tore trotzdem von der blauen Linie reinlassen. Auch wenn die Sichtbehinderung da ist. Zibanejad mit dem nächsten Schlagschuss auf dem Weg zum Hattrick. Lässt ihn aber hier für Kreider da und der leider nicht genau auf Matt Zuccarello zurück aufgelegt quasi. Zibanejad hält ihn da fast, wird an die Bande gedrängt, gibt keine Strafe. Referee sagt, war nicht zu lange. Oh, da kommt er durch. Ranta mit dem Save. Sehr schön. Girardi direkt raus auf Chris Kreider. Und wenn der Tempo aufnimmt, kommt er vielleicht vorbei. Wird gecheckt, bleibt am Puck. Lässt ihn liegen. Ah. Aber Zibanejad hakt nach und hat ihn dadurch. Verteidiger. Ja, irgendwie kommt er doch nicht und doch. Na, na. Es geht weiter mit dem doch nicht und doch. Mal hier, mal da. Jeder darf mal. Und jetzt haben wir eine. Zibanejad wunderschön auf Zuccarello. Oh, der hüpft ihm über den Schläger. Verteidiger wechseln, komm. Gerade so gehalten, Stoll, ne, springt ihn rum, Zibanejad. Zuccarello, schade, schön. Oh, den will er sich runternehmen, den hätte er jetzt gegen die Bande gehen lassen können, dann hätten wir den gehabt. Schön nachgehakt. Aber hinten aufpassen, Atkinson, die erste Reihe der Blue Jackets ist drauf, mit Dubinsky. Das muss unser sein. Also ich verstehe es nicht, warum er den da nicht aufnimmt. Der ist ja nicht mal gehüpft. Ja, jetzt müssen wir nur noch das Gegentor kriegen, dann passt das alles wieder ins Bild. Ich meine, der fährt doch perfekt über den Puck. Der hüpft nicht und der fährt dran vorbei. So, aber da haben wir jetzt befasst. Da wird gewechselt. Komm, Ranta! Ja! Schöner. Safe. Schön gehalten. Das war wichtig. Ey, aber was für ein Pech wir dann da auch haben. Nicht nur, dass wir den Pass nach hinten spielen, sondern dass da gerade auch noch einer vom Wechsel steht. Jenner wird gecheckt. Den haben wir sogar. Ey, wir haben uns nach dem Check haben wir sogar den Puck gekriegt. Sonst sind die immer so uneffektiv. So, Miller auf Shea. Der dreht auch ab. Kann ihn hoffentlich halten. Jawohl. Miller zurück zu Shea. Das war fast einer zu viel. Diaz. Oh, schade. Ja, schön erstochert. Hinten. Brady Shea. Oh, der geht auch drüber. Voll viele Schüsse drüber in diesem Spiel. Grabner hakt wieder nach. Holt ihn sich auch wieder. Probiert es jetzt selbst. Oh. Ungewöhnliche Situation. Gerade so aus der Drehung raus für einen Schlagschuss. Diaz mit dem Puck. Weiter geht's nach vorne. Shea, Hayes. Zusammen mit Grabner und Miller eine gute Reihe. Der prallt ab. Den holt er sich wieder. Legt ihn vor. Grabner. Miller nochmal. Komm. Schade. Scott Hartnell hat in den vergangenen Spielen schon gegen uns getroffen. Wie kommt der denn da schon wieder durch? Pfosten. Da haben wir aber Glück. Ah, die sind gefährlich, aber noch führen wir. Piri auf Kevin Hayes. Oh, der hat so ein Glück, dass der den hält, ey. Gegen die Schulter. Das war niemals gewollt, komm. Konnten wir leider nicht reinstochern. Unsere Bilanz dagegen, aber gegen die Blue Jackets, gar nicht so schlecht. Oh, Henrik Lundqvist da. Stylisch, mit angestrengtem Blick auf der Bank, wird die nächsten Spiele natürlich auch wieder seinen Einsatz finden. Wichtig ist gleich das dritte Drittel. Vielleicht können wir nochmal einen Schuss loslassen. Schöner Gewinn. Und jetzt, McDonough zieht sich nach außen, schießt. Ja! Genau so! Führungsausbau durch den Kapitän. Piri und Girardi dadurch mit der Vorarbeit.
Perfekt, ey. Und ich habe es gerade noch gesagt, unsere Bilanz gegen die Blue Jackets ist ja gar nicht so übel. Auch wenn es der Bobrovsky oft Schwierigkeiten bereitet hat. Und Ryan McDonough hat einen Meilenstein erreicht, wie es scheint. 7. Saisontor auf jeden Fall für ihn. War es vielleicht das 50. seiner Karriere? Aber genau so, guck mal, da haben wir kurz gezögert, dass er sich nach außen zieht und dann endlich mal nicht der Blocker da von Bobrovsky im Weg. Zack, und der Madison Square Garden springt auf. Aber da steht jetzt nicht, was es für ihn war, ne? Piri Girardi, wie ich gesagt hatte, mit den Assists. Oh, und wichtig, dass wir so ins dritte Drittel gehen. Und da dürfen wir es uns jetzt bloß nicht vermachen. Das wäre einfach das perfekte Comeback. Und das ärgert mich dann umso mehr. Hätten wir denn nämlich davor 4 Punkte hätten wir jetzt haben können. Wären wir vor dem Spiel punktgleich mit den Blue Jackets gewesen. Nach dem Spiel 2 Punkte voraus. Dann hätten sie zwar trotzdem noch 2 Spiele weniger gehabt, aber hätten auch nur noch 2 Punkte vor uns ziehen können. So haben sie immer noch die Chance auf 6 Punkte jetzt wegzuziehen. Wenn sie erstmal ihre Spiele gemacht haben. Und die auch gewinnen. Das ist natürlich immer noch vorausgesetzt, aber das sieht in letzter Zeit so aus, als würden sie das konstant tun. Und nicht nur in letzter Zeit, sondern eigentlich schon die ganze Saison. Jetzt bloß nicht früh den Anschlusstreffer kassieren, weil dann wird das ganze Dritte nochmal ganz schön knifflig. Aber sie spielen sich hier in den Rausch, da kann man gleich nichts machen und dann ist er drin. Brandt hat den... Alter, aber da habt ihr gesehen, ich bin nicht dran gekommen, hat zwar das Lattenkreuz getroffen, aber war knapp. So, zu Grello. Ah, der war sehr riskant, aber Kreider hakt nach, kriegt ihn. Über außen, da, der war noch riskanter. Also, Ibanez steht auch schon wieder bereit. Genauso wie McDonough, der den nächsten Check austeilt. Kreider rüber. Oh, der wird gecheckt. Es gibt keine Strafe. Aber Zibanejad. Oh, wird dran gedrängt. Schade. Oh, wunderschön. Jesper Fass kommt angelaufen. Nein! Er hat ihn auf die Beine geschickt. Und dann macht er trotzdem noch das Tor dicht. Beziehungsweise wir finden einfach nicht die Lücke. Nein, vorm Tor steht er. Genau da. Schön Ranter. Ah, und den Rebound machen sie rein. Ja, das ist dann natürlich ärgerlich, der Preis. Wenn man sie vorne nicht macht, dann kriegt man sie hinten rein. Aber aus was für einem Winkel auch wieder. Da war es klar, dass er den vorkriegt. Rennt er noch schön gehalten, ja, und dann ärgerlich. Warum kann unser Goalie nicht mal so ein Safe machen? Die Bewegung war doch da. Wir hätten Puck nicht getroffen. Insofern machen uns die gegnerischen Goalies immer unsere Tore. Aber eins müssten wir noch nachlegen. Jetzt haben wir doch früh unser Gegentor gekriegt. Das ist nicht schön, aber vielleicht. Nein, nicht so. Und doch gerade nicht verpassen, dann ist er ja auch durch. Schön, aber. Der hat auch verzögert. Ja, klar gibt es ein Icing. Wir verzögern nie. 50 Tore noch, da sehen wir es. Und sogar nur noch 3 Punkte bis zu den 200 Punkten entfernt. Aber Jesper Fass, wunderschön gemacht auf jeden Fall. Zibanejad hält ihn da an der Bande. Auch schon den Doppelpack ermöglicht. Jesper Fass dadurch. Jesper Fass die Chance. Guck mal da hinten. Oh, da wird er wieder dran behindert. Nein, Kevin Klein, letzter Mann. Drüben kommt er. Oh, gut, dass Ranta den festhält. Rebound hätte ich nicht gehabt. Da wäre der Ausgleich dann schon da gewesen. So, Rick Nash, probier's. Probier's. Ah, zu viel alleine, aber in die Ecke. Dadurch kriegt er den, aber der andere überholt mich da einfach, Seth Jones. Und gegen, aufräumen da. JT Miller, kurzer Prozess, schön, 2 Checks ausgeteilt. Kevin Hayes mit dem nächsten, Kevin Klein zum Puck. Glück gehabt, Brady Shea, der Verteidiger. Rüber Sourcen auf Hayes, in die Ecke. Nice, den kriegt er sogar. Ein Spielzug mit der Ansage, ich glaub's ja nicht. Ah, und dann haben wir es verkackt. Aber wieder geholt. Grabner hinter. Miller. Wieder zurück. Grabner hilft aus. Guck mal, sogar einer, der hingeht und hilft. Das haben wir sonst nicht in den Reihen. Rüber auf Miller. Ah, das war natürlich ein sehr ungenauer Pass. Aber Grabner hat Tempo. Der kommt mit zurück. Stört mit. Letzten 2 Minuten brechen an. Brady Shea mit dem Puck. Direkt zur anderen Seite. Zibanejad. Ah, kann den nicht rausbringen. Sehr unglücklich. Aber Hayes fängt ihn ab. Bringt ihn gerade so zu Grabner. Auf sie, Banishat. Oh, der Hattrick! Was ein Strahl! Mann, 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 packt er die in diesem Spiel aus. Die erste Reihe tut ihm gut. Und vor allem auch wieder Zuspiel von Jesper Fast. Und vor allem, auch vor allem, der Hattrick und die Führung für uns.
Quadra Grabner, auch was ein Schiff von ihm. Zusammen mit Jasper Farsund das dritte Mal mit einem Schlagschuss. Mika Zibanejad. Ne, das zweite Mal mit dem Schlagschuss, aber der dritte Streich des heutigen Abends. Gasttorhüter ist schon vom Eis. Da können wir nochmal nach Punkten. Gajan. Und zwar Chris Kreider. Ja, Vorlage zu Corello. Das sind zwei Spieler, die auch schon Punkte haben, Punkte gebrauchen können. Aber dann schießen wir den halt bei leerem Tor vorbei. Girardi zu Corello. Probieren wir es nochmal. Macht er es? Wer macht's? Wer macht's? Er nicht. Sie waren ja schon. Spitzer Winkel. Oh, da wollten wir ihm das vierte gönnen. Warum habe ich da nicht geschossen? Mann, da wollte es wieder zu schön machen. Wir haben gleich aber noch eine Chance. Viel zu viel überlegt da gerade für so ein Empty Netter. Einfach drauf da. Ich meine, das Spiel wird zwar gelaufen sein, aber so ein Punkt wäre nochmal ganz schön gewesen. Zibanejad, ah, das ist zu spät. Da ist die Zeit runtergelegt. Aber Hattrick für Zibanejad. Damit geht auch der Broadway-Held. Endlich dürfen wir ihn mal wieder vergeben. An Mika Zibanejad. Antiranta mit dem Sieg nach regulärer Spielzeit. Sehr, sehr schön. Das gegen die Blue Jackets. Das freut mich natürlich einerseits. Wir sind wieder auf dem aufsteigenden Ast. Andererseits ärgert es mich umso mehr, dass wir gegen die New Jersey Devils und gegen die Toronto Maple Leafs jeweils zwei Punkte liegen lassen haben und damit vier Punkte. Und wir werden gleich sehen, wo wir stehen und wo wir hätten stehen können. Wir hätten auf Platz 1 stehen können, auch wenn die Blue Jackets natürlich immer noch ein oder zwei Spiele weniger haben. Und dann sind die Capitals als nächstes zu Gast. Die da unten sehen was gegen die Penguins um den Playoff-Spot kämpfen und momentan die Wildcard besetzen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss!